Manche sagen, nur wenn man ihn berühren kann, manche sagen, man zeigt auch nochmal, okay? Dann gehen wir zu Safa Marwa. Also nach Semsem nochmal zum Stein. Genau. Nach Semsem nochmal zum Stein. Ist Sunna. Wenn du es nicht machst, kein Problem. Es ist Sunna. Wir sind im Ramadan, was? Ja, und da wirst du wahrscheinlich sowieso nicht drankommen. Deswegen, ich erkläre euch nur, wie es normalerweise ist. Ich werde nicht zum schwarzen Stein gehen. Okay, weil es ist eine Sunna, aber du kommst sowieso nicht dran. Und es gibt die Meinungsverschiedenheit, zeigt man von Weitem oder macht man es nicht, dann lasse ich es lieber weg. So, jetzt geht man zu Safa Marwa. Wenn man zu Safa Marwa kommt, man nähert sich Safa, man geht erstmal zu Safa. Ganz wichtig, man muss bei Safa anfangen, man kann nicht bei Marwa anfangen. Man geht zu Safa. So. Was aber ist jetzt zum Beispiel, der Weg ist zu, du kommst nicht zu Safa, außer wenn du auf dieser Rollbahn gehst. Dann gehst du auf dieser Bahn. Aber nicht mit der Absicht, dass du schon in Safa Marwa bist, nur um den Weg halt zu überschreiten. Versteht ihr, ihr müsst euch vorstellen, da ist jetzt alles zu. Alles ist zu und nur hier dort, wo die Leute zwischen Safa und Marwa Tawaf machen, geht es vorwärts. So, wenn du jetzt dorthin gehst, gehst in dieser Schiene mit, aber mit der Absicht, einfach nur da hinten hinzukommen, nicht als ein Teil von Safa und Marwa, ist das kein Problem. Weil es ist manchmal so, es ist alles zu, du kommst nur wirklich dahin, wenn du mit dieser Bahn mit. Auf jeden Fall. Und wenn man sich dem nähert, sagt man, Inna Safa wal Marwa min Sha'airillah. Manche sagen, man liest den Vers bis zum Ende, manche sagen, du bist. Das ist Sunnah. Inna Safa wal Marwa min Sha'airillah. Nabda'u bima bada' Allahu bi. Wir fangen an. Was ist los? Kein Speicher, aber wir fangen an. Ja, ich habe noch den Mund zu dich. Wir fangen an, womit Allah angefangen hat. Das sagt man nur bei der ersten Runde. Du siehst viele, die gehen immer von Runde zu Runde und jedes Mal, wenn sie bei Marwa ankommen, sagen sie Inna Safa wal Marwa min Sha'airillah. Nabda'u bima bada Allahu bi. Warum hat der Prophet Sassan das gesagt? Er hat das bei der ersten Runde gesagt. Allah fängt an Inna Safa wal Marwa min Sha'airillah. Was wird zuerst genannt? Womit fängt Allah an? Mit Safa. Und dann macht er Marwa. Das heißt, wir fangen an, womit Allah angefangen hat. Das heißt, er hat das nur beim ersten Mal, um zu zeigen, wir fangen an mit Safa. Du warst auf einem Berg oder auf dem Weg dahin? Wenn man gerade auf dem Weg dorthin ist, wenn man sich nähert. Dann geht man den Berg hoch. Das heißt, wenn man gerade sozusagen davor ist. Das wird jetzt nicht genau definiert. Übrigens, Frage. Das ist sehr wichtig. Bis wohin muss man bei Safa und Marwa gehen? Bis wohin ist es Pflicht? Viele denken, sie müssen unbedingt diesen Berg hochgehen. Pflicht ist es, bis dort, wo Rollschuhbahnen aufhören. Weil es ist später erweitert worden. Früher, das war nur bis dort, wo die Rollschuhbahn aufhört. Das heißt, ihr seht dort praktisch so ein Geländer, was so hoch ist, wo die Leute mit den Rollstuhl durchfahren und dann, wenn die hier sind, drehen die sich um und fahren wieder. Dort, wo die Rollschuhbahn aufhört, bis dahin musst du es machen. Also du musst also diese konservierten Steine. Du musst da gar nicht hochgehen. Aber wenn du das machst, um dich ein bisschen auszuholen, eine gute Aussicht zu haben und so weiter, ist kein Problem. Weil da unten stehst du oft im Weg. Und was ich nur sagen will damit ist, guck mal, manche Leute, die kommen vielleicht durcheinander oder du bist vielleicht in Eile oder irgendwas anderes. Es reicht bis dort, wo die Rollstuhlbahn aufhört. Okay, jetzt. Du stellst dich hin. Dann sagst du, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Es gibt manchmal, wenn ich mich gucke, kleine Unterschiede im genauen Ausdruck. Der eine sagt zum Beispiel وحده لا شريك له, der andere sagt لا إله إلا الله وحده, der andere sagt لا إله إلا الله أنجز وعده نصر عبده. Das sind alles Sachen, die ist alles kein Problem. Diese Dua ist wichtig, du musst dir auswendig stellen. Du machst diese Dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Dann machst du Dua. Was du willst. Oder von mir ist auf Deutsch, oh Allah, oh Allah, führe meine Eltern auf den Weg, oh Allah,
beschütze meine Kinder, wallah, mach sie alle zu Hufad al-Quran. Als Beispiel. Dann machst du das zweite Mal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأعداء dann machst du wieder Dua dann machst du das dritte Mal الله أكبر الله أكبر الله أكبر bitte zwischendurch die Hände mal runter das ist kein Problem bitte ne ich bin Boxer ja nicht dass du nachher kaputt bist dann machst du das dritte Mal und dann gehst du Weil ich habe mit dem Sheikh aus Marokko geredet, der auch ein sehr starker Sheikh ist. Der hat gesagt, hier wird eigentlich gesagt, Beinahuma, Da'a Beinahuma. Also er hat dazwischen, zwischen diesem Dua, hat er halt zwischen diesem La ilaha illallah wahdahu, hat er Dua gemacht. Das heißt, beim letzten Mal, wenn du sagst, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَحْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ Das man kann in jeder Runde. Jede Runde. Außer bei der letzten. Aber Dua für sich. Zwischen den beiden. Dua für sich macht man zwischen den beiden. Aber dieses, dass man sich hinstellt auf dem auf Safa und auf Marwa, ich komme da noch zu. Das macht aber jeder Runde. Das erste, Inna Safa wa Marwa min Sha'airillah, Nabda'u mina Bada'a Allah. Wie macht man wann? Nur beim Anfang. So, aber das hier macht man in jeder Runde. Das heißt, ich mache Safa, dann gehe ich zu Marwa. Jetzt habe ich die erste Runde. Jetzt stehe ich in Marwa, mache ich wieder Richtung Kaaba, auch wenn ich die Kaaba nicht sehen kann. Wenn ich sie sehen kann, noch besser. Und mache das wieder, genau was ich gerade gesagt habe. Allah, dann gehe ich wieder runter. Zwischendurch gibt es zwei grüne Markierungen. Zwischen den grünen Markierungen läuft man. Ja? Der Mann. Ja. Und da sagt man, Allahumma is, Allahumma al-Maghfir warham innaka anta al-Azz al-Akram. Das überliefert Sheikh al-Albani in seinem Sifat al-Hajj al-Nabi. Überliefert er diese Dinge. Allahumma. Allahumma gfir wa arham innaka anta al-azhu al-akram. So, dann geht man sich. Geht man wieder langsam. Aber nur für Männer? Ja, nur die Männer. Oder? Nein, nur die Männer. Genau wie bei Dings. Ich bin gerade durcheinander mit dem Tawaf. Wie beim Tawaf mit dem Ramal machen auch nur die Männer. Weil es gibt, guck mal, weil es gibt manche Leute, die sagen auch die Frauen. Aber das ist doch nicht. Genau wie manche Leute sagen, genau wie manche. Und übrigens, die Schulter frei nur im Tawaf. Ja? Schulter frei nur im Tawaf. Nicht beim Safa und Marwa. Und so, das heißt, sobald man mit der siebten Runde fertig ist, man kommt mit der siebten Runde, was macht man? Man macht nicht so, man geht durch. Direkt machen, zwei Rakats beten, Schulter bedeckt. Das ist falsch. Manche Leute laufen die ganze Zeit darum. Nein, das ist falsch. Nur im Tawaf. Das reicht schon gewählt. Und, ja, genau. Und weil manche die beten dann so. Nein, das ist nur für Tawaf. Diese Debat. Für die Schulter frei. Ist, okay? Vielleicht kannst du das erwähnen, weil viele wissen das nicht, dass man im Gebet auch die Schulter bedecken muss. Ja. Das gehört nicht zum Ende im Gebet, dass man die Schulter frei hat. Ja? Das heißt, man macht das zu. Ja? Auf jeden Fall, jetzt bin ich unterwegs. Man hat erste Runde. Wir gehen zu Marwa und kommen wieder. Also wir haben erstmal mit Safa angefangen. Ja? Die Dua. Dann gehen wir zu Marwa. Zwischendurch laufen wir. Allahumma gfir warham, die Männer. Innaka anta al-azhu al-akram. Andere Seite. Dua. Das war die erste Runde. Von Safa nach Marwa war die erste. Dann gehe ich zurück. Ich komme wieder an den grünen Leuchten. Laufen. Dann stehe ich wieder bei Marwa, bei Safa. Zweite Runde. Die Dua können wir öfters wiederholen. Die Dua wird immer wieder, wenn man oben steht, erwähnt, außer das letzte Mal bei Marwa. Weil diese Dua ist auch immer für Beginn der Runde. Die Dua ist für Beginn der Runde. Wie Bismillah Allahu Akbar für Beginn des Dings. Das heißt, wenn ich beim siebten Mal durchkomme, ich komme beim siebten Mal durch, bei Marwa, Also ich gehe von Safa nach Marwa, 1. Dann gehe ich von Marwa nach Safa, 2. Weil manche denken, eine Runde wäre, die laufen dann 14 Runden.
Von Safa nach Marwa ist eine. Von Marwa nach Safa ist zwei. Dann wieder von Safa nach Marwa. Dann von Marwa wieder nach Safa, die vierte. Dann wieder von Safa nach Marwa, die fünfte. Dann wieder von Marwa nach Safa, die sechste. Dann wieder von Safa nach Marwa, die siebte. Jetzt komme ich an, ich stelle mich nicht hin, sondern ich gehe durch. Haarschneiden. Dann Haarschneiden. Eine große Frage. Die Milchstein und Schwarzenstein. Ja, davon hat man das wiederholen, ne? Ja! Und zwischen, gute Frage. Und zwischen den, sag mal, wenn zwischen den neuen Stunden auch öfters. Ja, ja. Dann noch das die ganze Zeit. Das heißt, er hat gerade eine super Frage gestellt, der Bruder. Das heißt, man sagt diese ganze Zeit, aber na, Tina, für Dunja hast du noch viel Achirat, hast du noch viel Adawanda. Wenn man zwischen Hurk und Yemen und Safa Marwa ist.